Dabei wackeln die Möpse ganz schön und das Ganze auf Wunsch, da läuft immer ein Countdown runter, auch mal in 3D. Hey, willkommen zu Crank, die ganze Wahrheit. Bevor ich euch dieses Schmuckstück vorstelle, wie immer an dieser Stelle, die Leserfrage und die heißt: Hey Crank, sag mal, ist 3D noch zu retten? Fragezeichen. Nein, kann ich beantworten. Es ist seit einem Jahr in diesem Thema überhaupt nichts Neues mehr rausgekommen. Bei James Cameron, ob der jetzt noch Avatar 2, 3, 4, 5 und 9 irgendwie in 3D fertigstellt, bleibt mal jetzt dahingesagt. Ich glaube, da passiert ehrlich gesagt nichts mehr. So, und jetzt zu Big Tits Zombies. Ja. Ich habe in 27 Jahren als Filmjournalist so ziemlich jede Scheiße sehen dürfen, die man mir untergejubelt hat. Ich habe gesehen, ein schwuler Zahnarzt aus Teheran und ähnliche Geschichten. So, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Aber das meine ich jetzt auch im positiven Sinne. Das ist echt ein schrecklicher Film, ein absolut schrecklicher Film. Er ist unterfinanziert, völlig untalentierte Schauspielerinnen mit dicken Titten. Naja, so dick sind die eigentlich auch nicht. Und das Ganze noch in dem Versuch in 3D. Das ist einfach grottig. Aber kurz was zur Geschichte. Eine Gruppe Stripperinnen bekommt einen Auftrag, sollen in einem kleinen Feriencuff auftreten und strippen. Das Kaff ist aber ziemlich langweilig, sie treiben sich ein bisschen rum, finden das Buch der Toten, mit dem man Untote beschwören kann, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Aber die Untoten haben die Rechnung ohne die Stripperin gemacht, die mit Fingernägeln, Messern und Macheten auf die Untoten losgehen und metzeln, was das Zeug hält. Dabei wackeln die Möpse ganz schön und das Ganze auf Wunsch, da läuft immer ein Countdown runter, auch mal in 3D. Wir reden jetzt nicht von richtigen 3D, sondern das mit der Brille, diese Rot-Grün-Geschichte. Also finsterste Steinzeit, was die Filmtechnologie anbetrifft. Inhaltlich ist das Ganze ungefähr so feucht wie ein Waschlappen, könnte also im Grunde vollkommen euch schenken. Die gute Nachricht ist halt eben, der Film, der ist kostenlos bei YouTube zu sehen. Ich glaube, bei Kinozeit oder irgendwie sowas in der Art. Da ist eine leicht gekürzte Fassung. Aber ihr könnt den Film auch auf DVD kaufen. Da gibt es nämlich eine Besonderheit. Und zwar die 3D-Tittenbrille. Ja, mit richtigen Nippeln drauf. Das ist doch eine Freude. Das ist ein Geschenk für alle eure Feinde oder die, die es werden dürfen. Das ist doch eine tolle Geschenkidee. Damit könnt ihr euren Freunden und Feinden so richtig zeigen, wie lieb ihr sie habt. So, das war Crank für diese Woche. Viel Spaß, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, ich lebe davon. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr irgendwas Schreckliches gefunden habt, was das hier noch unterbietet. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Crank.